Herzlich willkommen zum großen Sprachkurs 2012. Welche Sprache wollen wir lernen? Englisch, Französisch, Deutsch? Deutsch sollten wir alle können. Italienisch oder Espanol? Nee, ist natürlich Quatsch. Es geht natürlich um ein Let's Show. Ja, man kann es vielleicht schon am kleinen Pokéball dort sehen. Es ist ein Pokémon-Spiel. Es ist Pokémon Pinball. Rubin Saphir. Ein wundervolles kleines Flipperspiel und das sage ich als jemand, der Pinballspiele überhaupt nicht mag. Was heißt überhaupt nicht? Seit Pokémon Pinball mag ich sowieso generell ab und zu mal ein Pinballspiel. Aber nicht so die realistischen, sondern eher die Fun-Flipper wie Pokémon Pinball oder Metroid Prime Pinball. Gucken wir erstmal so, was wir an Optionen haben. Warum mache ich diese Let's Show? Ich wollte eigentlich heute was ganz Normales aufnehmen, aber ich bin ein bisschen kränklich. Ja, das hört man vielleicht nicht raus, aber mir schwummert die Birne und was weiß ich alles. Und ich wollte zumindest ein kleines Let's Show aufnehmen. Rumble Feature können wir leider nicht nutzen. Das funktioniert nur auf dem Gameboy Player. Das Modul hat leider anders als sein Vorgänger kein eingebautes Rumble Pack. Ein bisschen schade, aber immerhin hat man es über den Gameboy Player. Die Musik, ja, die könnten wir uns anhören, machen wir aber nicht. Gehen wir direkt ins Spiel. Und ja, ratet mal, welchen Tisch ich nehme. Richtig, Saphir-Tisch. Und wir haben die Auswahl zwischen zwei Ballgeschwindigkeiten, langsam und normal. Langsam tue ich uns jetzt mal nicht an, das ist nämlich wirklich arg langsam. Und macht nicht wirklich Spaß. Auch hier wird wieder zufällig eine Location ausgewählt, nur haben sie diesmal alle keinen Namen, anders als im Vorgänger. Was ich ein bisschen schade finde, dafür scrollen die Tische endlich vernünftig, anders als im Vorgänger, wo man immer nur entweder eine der beiden Hälften des Bildschirms hatte. Ansonsten ist wieder alles wie gewohnt. Wir, ja, ab in Valmas Mund und schnapp sie dir. Und who's that Pokémon? Na, welches Pokémon ist das? Jetzt müssen wir nur ein paar Mal die Bumper treffen. Dann gibt sich das Pokémon noch zu erkennen. Ja, und hier müssen wir auch die Bumper nur noch dreimal treffen. Und es gibt's zu erkennen. Ja, oh, bleibst du hier, Ball. Und mittig, lande doch mittig und hoch. Pokémon fangen hier wesentlich einfacher als im Vorgänger und geht auch wesentlich schneller von der Hand. Wie brava, du bist mein. Was für ein ungewöhnliches erstes Pokémon. Natürlich haben wir auch hier wieder den Pikachu Ball Saver. Nur muss der erstmal aufgeladen werden. Und wir können die Slots starten. Spuck uns rein, Walmer. Genau. Heraus kommt's. Na, na, komm, komm, komm. Pika Bonus. Nein, nicht klein. 30 Sekunden. Ball Saver. Heißt, wenn wir mal fallen sollten, ich demonstriere das mal kurz. Dann rettet uns Latias. Danke, Latias. Und Spoink schießt uns wieder nach oben. Und ja, jetzt wäre ich fast in den Markt gekommen. Wer wie? Wäre ich wieder fast in den Markt gekommen? Eine kleine Neuerung des Spiels. Wir können hier Items kaufen. Jetzt kann ich es mal zeigen. 10 Münzen habe ich. Was können wir kaufen? 30 Sekunden Ballsaver, 60 Sekunden Ballsaver, Ballsaver, Upgrades, Zeitbonus, Pika-Saver und alles, was viel zu teuer ist. Ein extra Leben für 99 Münzen. Die habe ich nicht und 30 Sekunden Ball Saver muss ich mir jetzt nicht holen. Ich will aber zumindest versuchen, in so, sagen wir, 15 Minuten drei Pokémon zu fangen, so dass ich Zugang zum Bonusspiel habe. Was mir gerade nicht so gut gelingt. Ich wäre fast wieder am Markt gelandet. Na komm, wir müssen doch rechts rum. Nicht da rechts rum, aber haha, wenn wir noch ein paar Mal da reinkommen, dann schlüpft ein Pokémon-Ei. Spuck mich aus, Walmer. Ich bin doch nur ein Pokéball. Ich soll dich fangen und nicht du mich. So, halten wir ihn kurz und rüber. Genau, so läuft's. Noch einmal rüber.
Ach, da bin ich doch gegen Zickzack geknallt und wäre ich wieder fast gegen Zickzack geknallt. Es ist schon eine Weile her, dass ich Pokémon Pinball Rubin Saphir gespielt habe, aber als ich es gespielt habe, wow, ich habe es wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Ich finde einfach, dass die ganze Ballphysik hier stimmt. Das sehen jetzt realistische Pinball-Fanatiker vielleicht anders. Aber ich finde, das spielt sich alles ziemlich butterweich. Und ist das Mediti? Wir könnten es sehen, wenn ich jetzt noch mal hochkomme. Na, das sieht mir doch ganz wie Mediti aus. Und, das war viel zu wenig Schwung. Jetzt knall ich ständig nur gegen Pluso und Minon, das ist nicht so gut. Und jetzt aber. Es ist Mediti! Zack, direkt auf deine Zwiebel rüber drauf. Pokémon Nummer 2, du bist mein. Ich habe Mediti gefangen. Ja, wir haben auch ein paar Original-Sounds aus Pokémon Rubin Saphir. Ich wünschte, wir hätten nur Original-Sounds aus Pokémon Rubin Saphir, denn die Originalmusik in diesem Spiel, die ist eher nicht so toll. Also sie versprüht irgendwie nicht so den typischen Pokémon-Flair. Und danke, Pikachu, du hast mich gerettet. Jetzt muss ich nur noch in den Slot kommen und... Schnapp sie dir Bonus, komm. Ballsaver. Latias, du weißt, ich mag dich, aber ich wollte doch gerne das Bonusspiel machen. Yep, genau wie im Vorgänger gibt es auch hier wieder Bonusspiele. Und diesmal können wir sogar legendäre Pokémon fangen in diesen Bonusspielen. Doch, bis das möglich ist, da muss man erstmal ein Weilchen gespielt haben. Wo fliege ich denn da gerade lang? Ganz komisch. Jetzt aber ganz ruhig und... gegen den Bumper. Das war jetzt nicht so geplant. Nochmal ganz still halten. Komm her, Ball. Na, und... Komm schon. Hoch in die Ecke. Ach, komm. Ich krieg's nicht hin. Und wieder wird das Ei ein bisschen aufgewärmt. Ich wäre mal für ein ganz neues Pokémon-Pinball. Vielleicht auf dem 3DS. Ja, jetzt kann man meinen, was soll man denn da bitte groß 3D machen? Aber man könnte es ja so machen, dass der obere Bildschirm, der halt 3D ist, dass da so der Pinball-Tisch ein bisschen aus dem Bild rausragt. Ich wüsste zumindest sonst nicht, wofür man den groß benutzen könnte. Und das ist doch mal eindeutig Tuska. Und flupp und weg. Latias, dankeschön für deine Hilfe. Spoink, feuer mich ab. Na, und kriechen. Ah, ich dachte, ich krieg einen Superball-Bonus. Also gut, Tuska, du bist fällig. Pokémon Nummer 3, ab in meinem Besitz. Haben wir 3 Pokémon gefangen, das heißt... Bonus-Level! Und hier spuken die Zwirrlicht herum. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, sie zu treffen. Da sie ständig in Bewegung sind und an die Grabsteine gerne mal etwas blockieren. Jetzt kriege ich es aber nicht ganz hin und eins, wir Licht ist schon mal abgehauen. Ab und zu muss man auch welche treffen, sonst verschwinden sie wieder. Und das sollen sie ja nicht, denn die geben ja schließlich massenhaft Punkte. Ah, habe ich gerade 2 gleichzeitig erwischt oder habe ich mich da verguckt? Ah, der letzte und ich hab dich. Und Bonusspiel geschafft? Nein, denn jetzt kommt eine ganz große Gefahr.
Es ist der große Zwirklob. Ja, noch kein Zwirlicht. Zwirlicht gab es ja damals noch nicht. Und er kommt auf mich zu. Wir können ihn noch nur wirklich treffen, wenn er sich bewegt. Ansonsten greift er uns und wirft uns weg. Also immer den passenden Moment abwarten. Man kann ihn auch von hinten treffen, während er nicht läuft, aber das ist nicht unbedingt immer so einfach, wie es klingt. Ah, diesmal ist es mir aber einigermaßen gelungen. Und nochmal, und Zwirklob ist besiegt. Dafür gibt's 30 Millionen Punkte. Wahnsinn. Was aber eigentlich noch gar nichts ist. Ich mag gar nicht mal an die Rekorde zurückdenken, die ich aufgestellt habe. Jetzt wollen wir aber nochmal in den Slot. Und zickzacks wackelt er so fröhlich, denn wenn er so fröhlich wackelt und wir in den Slot kommen, dann kann er den Slot für uns anhalten, wenn wir im richtigen Moment A drücken. Was nehme ich, was nehme ich? Ja, ich dachte, ich könnte mir die Münzen schnappen. Aber ich muss mich mal wieder mit dem Ballsaver zufrieden geben. Jetzt möchte ich aber zum Ei. Ich wollte noch einmal kurz zeigen, was passiert, wenn ein Pokémon-Ei schlüpft. Also hoch da, falsche Seite. Ein bisschen daneben, aber das kriegen wir noch hin. Na, ah, bleibst du schon hier. Nicht in dem Markt, ich hab doch nix. Aber na gut, Ballsaver. Latias kann mir auch nicht von der Pelle rücken. Aber Latias darf das. Nein, nicht Weilma. Ich hab doch gerade erst wieder Pokémon gefangen. Wie heißt dieses Pokémon? Na, das hatten wir doch vorhin schon. Ach, herrje. Ein weiteres Vibrava. Da habe ich erst drei Pokémon gefangen und es tauchen jetzt schon doppelte auf. Es ist mir damals sogar fast gelungen, den Pokédex zu vervollständigen. Es ist, glaube ich, an zwei oder drei Pokémon gescheitert, die ich nicht fangen konnte. Und sie sind auch nie aufgetaucht. Und ich erwische den letzten Bumper nicht. Jetzt aber. Ja, jetzt bin ich ein bisschen falsch da oben. Jetzt bewegt das nämlich gar nichts. Also schnell Vibrava eingefangen. Zack. Wie gut, dass Pokémon nicht ausbrechen können, sobald sie einmal im Pokéball sind. Jetzt aber schnell noch zum Ei. Ei, komm hoch. Irgendwie klappt das hier nicht so, wie ich das früher mal konnte, dass ich den von der einen Seite aus da hochschieße. Ah, wieder leicht verschätzt. Komm schon. Ah, ich komme immer zu weit nach rechts. Ich komme schon wieder zu weit nach rechts und wenn ich jetzt schon wieder bei Weimar lande, darf ich schon wieder ein Pokémon fangen. Ein bisschen rüber. Genau. Und ein Ei schlüpft. Das Wunder der Geburt. Was kommt heraus? Ein Drossler. Will ich haben. Will ich haben. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm runter. Das slidet herab. Jetzt müssen wir es nur zweimal treffen und es gehört uns. Aber auch hier gilt, nicht zu viel trödeln, denn irgendwann verschwinden die kleinen Pokémon auch wieder. Aber in diesem Fall ist Trassler mein. Komm her. Natürlich ist es auch hier wieder möglich, Pokémon zu entwickeln, aber da komme ich jetzt wohl leider nicht mehr zu. Ach, oder? Mal schauen. Ich müsste nur zweimal hier lang und ich bleibe direkt an der Ecke hängen. Nochmal, ich müsste nur zweimal hier lang. Einmal habe ich es geschafft. Und das war Samutzen, das war nicht so geplant. Ja, wieder knapp hängen geblieben.
Na, das war leicht falsch. Ab in die Bumper, ab runter und Slot starten! Vielleicht kann ich ja so auch eine Pokémon-Entwicklung raushauen. Oder ein neues Ei aktivieren. Jetzt, ah, bleib doch im Slot hängen! Okay, ich kann entwickeln. Zickzacks, ich brauche hier aber deine Hilfe. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Entwicklung! Na und ratet mal, wen ich weiterentwickelt werde. Vibrava? Ach was, Mediti? Tuska? Oder nochmal Vibrava? Nein, natürlich Trassler! Dazu müssen wir nur EP sammeln. 3 Erfahrungspunkte und schon entwickelt sich ein Pokémon weiter. Wenn das nun in den normalen Pokémon spielen so wäre. So, und manchmal lasse ich mich auch einfach fallen, denn man kann Glück haben. Schauen wir mal. Ach, nicht ganz. Manchmal hat man das Glück und dann sind die EP direkt dort, wo man rausgeschossen wird. Aber nur einmal rundherum, das dürfte nicht so schwer sein. Oh, nein, Latios, rette mich! Puh. Na, da bin ich ja froh, dass ich den Ballsaver habe. Übrigens, auch mal interessant zu wissen, die japanische Version, und ich weiß nicht, ob es auch die US-Version ist, jedenfalls die japanische Version von Pokémon Pinball Rubin Saphir, unterstützte auch den Card E-Reader, mit dem man noch besondere Pokémon fangen konnte. Ich glaube, die Johto-Starter und Aerodactyl. Warum ausgerechnet Aerodactyl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Entwicklung! Ein anmutiges Kirlia, das eines Tages ein Gardevoir wird. Allerdings nicht mehr in diesem Let's Show. Das war jedenfalls Pokémon Pinball. Oh mein Gott, der Kyogre Bonus Level. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören, aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, gegen den Herrscher des Meeres anzutreten, dann nehmen wir diese Herausforderung an. Wenn wir denn das Portal durchschreiten können. So viel zu meinem, ich wollte nur kurz was aufnehmen. Jetzt bin ich schon bei Kyogre. Wir müssen schnell sichere Treffer landen, denn sonst ist alles hier frozen. Und in diesen Whirlpool sollten wir nicht steigen. Ja, dann verweilen wir dort eine ganze Weile und kommen erstmal nicht mehr raus. Und wenn wir Pech haben, landen wir auch noch im Aus. Komm raus, Kyogre! Ich weiß nicht mehr, wie oft man ihn treffen musste, aber es war, soweit ich weiß, verdammt oft. Da kann die Zeit manchmal ganz schön knapp sein. Und, wow, gerade noch erwischt, denn wenn man ihn rechtzeitig trifft, dann kann man seine Eisattacke verhindern. Na und, da habe ich nochmal gerade eine Öffnung gefunden. Drehen wir uns ein bisschen. You spin me right round, lass mich doch raus. Da kommt Kyogre und, huh, ich habe ihn noch erwischt. Wo ist er jetzt? Was für, boah, das war jetzt aber unfair. Ich habe ihn nicht erwischt. Jetzt aber. Und nochmal. Komm. Doppeltreffer. Und nochmal. Leider keine HP-Last, an der wir sehen können, wie viel das Pokémon noch aushält. Aber ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen. Es dürfte nicht mehr allzu viel fehlen. Wow, bleibst du hier, Ball. Ich wollte ihn eigentlich dort still halten. Und dann den richtigen Moment abwarten und einen Doppeltreffer landen. Jetzt, bevor Kyogre seinen Eisattacke einsetzt und wir haben es besiegt. Und dafür gibt es nochmal viel mehr Punkte. Übrigens, wenn wir zum zweiten Mal in dieser Bonusrunde ankommen, können wir Kyogre hier fangen. Das gleiche gilt übrigens auch für Groudon. Doch da dies der Saphirtisch ist, kämpfen wir natürlich gegen Kyogre. Und jetzt würde ich mal sagen, rollen wir uns aus. Und ich beende dieses Let's Show. Das war Pokémon Pinball Rubin Saphir. Eines der wesentlich besseren Pokémon Spin-Offs. Ich hatte zumindest immer viel Spaß mit dem Spiel. Und ich denke mal, einige von euch sehen das auch so. Manche von euch haben vielleicht noch gar nicht Pokémon Pinball gespielt, egal welche Version.
Für die kann ich nur sagen, holt es nach, es lohnt sich. Ich weiß nicht, wie teuer ein Originalmodul ist, aber es lohnt sich. Es sind nette kleine Zeittodkrieger. Also, ich sag bis zum nächsten Mal. Auf und davon! Bis dann!